Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem Ermut. Ja Leute, ich habe ein bisschen was weggehackt die Nacht über. Ich sehe gerade, ich muss mal ein bisschen mit Essen und Trinken eben fix. Ich hoffe, ja, ich habe sogar was mit. So, ein Schlückchen trinken. Und dann wird jetzt wahrscheinlich gleich schon wieder irgendeine Wanderer auf den Bummel gehen. Lass mal gucken. 1, 2, 3. Also hier kann ich auf jeden Fall zumachen. 1, 2, 3. Ja, ich muss mal gucken. Ich denke, ich muss hier ein paar Säulen reinsetzen. Ich das gerade mal so sehe, wie breit das hier schon ist. Ich werde erstmal die zwei Reihen hier aufwerten. Jo. Ja, ihr seht, ich habe eingeloggt und keine Ahnung, warum die jetzt von oben nach unten gehen. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass es jetzt vorher anders war, aber gut. Wie gesagt, ich werde wohl ein paar Säulen einziehen. Einfach auch wegen der Sicherheit. Ich werde da einfach mal machen wir 20. Oder habe ich sogar welche hier? Nein. Ja, ich werde das altbekannte Prinzip machen. Und zwar ja, ich mach's einfach mal Pi mal Auge. Sollten wir natürlich auch gleich zwei hoch machen. So, was haben wir jetzt hier? Beim sechsten. Jo. Na super. Unglaublich, oder? Ja, wahrscheinlich fällt da jetzt noch niemand, wenn ich den unteren weghacke. Ich den jetzt hier gesetzt habe. Naja. Wir haben ja nichts zu tun, ne? Machen wir uns halt Arbeit. Na, war so klar. So, jetzt brauchen wir natürlich noch mal ein paar. Das wäre jetzt zwei zu viel. Naja, egal. Zack. So, sollte das eigentlich passen, hoffe ich. Naja, das passt schon. Hey, seht ihr, stützt halt die Reihe ab und die Reihe danach auch nochmal. Also. Weiß halt nicht, was passiert, wenn sie weghacken, weghauen sollten. Das werden wir dann sehen. Wird schon passen, denke ich.
Wie gesagt, man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen kleiner machen. Ich habe das natürlich jetzt hier auch extrem rausgezogen, muss ich sagen. Also ein, zwei Reihen kürzer hätten es auch getan. Aber ihr kennt es ja, wenn ich einmal anfange zu bauen, dann wird es meistens größer als gedacht. Ah, die Spikes. Ja, ich will überlegen, ob ich jetzt hier nochmal ein, zwei Reihen raushacke, um noch Spikes reinzumachen, aber ich werde das Ganze mal ohne Spikes machen hier. Außer halt hier an der Wand, wenn sie da irgendwie rumstehen sollten. Vielleicht jetzt hier nochmal hoch welche rein. Ich weiß aber nicht, ob sie dann durchlaufen, dann müsste ich halt mal mit einer Wanderhorde dann ausprobieren irgendwie. Ja, auch hier könnte man natürlich, wenn man jetzt auf Blade 12 setzt und die hier drunter macht, also ich hätte es jetzt einfach hier drunter gemacht, dann, dann nimmt man halt einen Block raus und macht da einfach so einen Viertelblock rein. Dann kann man halt einfach hochgehen und von oben reparieren. Natürlich auch noch eine Möglichkeit. Gehen. So, sagen wir einfach mal, ich kann ja mal zwei, drei setzen pro Seite. Ich meine, 10 habe ich. Ja. Kann ich also einmal 3 oder ich mache einfach mal 2, einfach nur mal so. Oder ich mache 3 und stelle dann nochmal 2 her. Ich denke, das können wir auch ganz gut machen. Dort ist die Mitte. Oh, besser wahrscheinlich hier raus. So, machen wir es mal. Nur damit ihr das auch mal seht. Ich will das jetzt hier nicht übertreiben mit den Blade Traps und den ganzen Gedöns. Weil eigentlich sollte ich sie nicht brauchen. Vor allem halten die eh nicht lange, da müssen wir dann eh reparieren hinterher sein. Aber das wäre jetzt auch nicht das große Problem. Dann nimmt man halt einfach hier so ein Achtelblock. Zack. Und dann können wir sie einfach reparieren. Wir könnten sogar noch eine Hedge draufsetzen, wenn wir es irgendwie jetzt. Ja. Hier habe ich jetzt noch gewartet, weil muss man ganz kurz überlegen. Also hier müsste das Geschütz hin, wenn mich nicht alles täuscht. Schon welche hier? Ja, sehr gut. Wie gesagt, ich hatte mal so einen Prototypen, so eine Seite mir aufgebaut im Testspiel, aber auch nicht jetzt mit einer Horde getestet oder so. Einfach nur mal geguckt, ob das überhaupt so klappen würde, wie ich es mir vorstelle. So, können wir einfach schon mal setzen. Ja, die Seiten werden eh ein bisschen, was heißt ein bisschen, genau ein Block höher halt. Ja, genau. Mal den da hin.
Ja, ist doch gut. Ich könnte hier natürlich auch, wenn ich das gerade mal so sehe, schrägen setzen. Mach das hoch und runter dann ein bisschen einfacher, also. Ja, ich werde jetzt hier gleich noch mal Platz lassen. Werdet ihr auch gleich sehen, warum. Da kommt die rein. Und hier mache ich auf jeden Fall. Ich kann eigentlich auch drei Hedges hier reinmachen, ne? Ja, die muss ich auf jeden Fall hier auch auf Stil aufwerten hier. Weil, wie gesagt, hier werden die Cops natürlich hochgehen. Das können wir aber definitiv auch schon mal. Ja, sollte passen. Zack. Da kann ich eigentlich auch schon mal so ein. Obwohl, ich kann auch hier den nehmen, der nimmt noch weniger Platz weg. Einmal. Zwei. Kann ich bitte noch mal einen haben? So, perfekt. Die kommen drei Hedges drauf. Hier kommen aber noch die Na. Hier diese Dart Traps kommen da rein. Hier kommt wieder eine Hedge hin. So sollte ich es aber schon mal aufwerten können. Ja, wie gesagt, ich werde euch jetzt hier eine Seite zeigen und dann werde ich die anderen Seiten ohne Aufnahme fertig machen. Ja, müsste alles passen. Ich kann auf jeden Fall auch schon mal Ich glaube, das ist einfacher. Ich würde ich gerade hier wegen der Kante ist natürlich jetzt ein bisschen dumm. So. Kann ich eigentlich auch schon mal fertig machen. Ja, wie ihr seht, ist der Block also hier auch super gesetzt. Den muss ich also auch noch mal weghacken. Ah,
Habe ich eigentlich keine? Nein, habe ich echt nicht. Keine Polblöcke am Stisse. Ich brauche natürlich ein paar mehr. Also können wir einfach mal eben 100 Stück machen. Dann düsen wir mal ganz fix rüber. Vielleicht haben wir Glück und ziehen die Wanderhorde unterwegs. Ich denke zwar nicht, aber... Ich brauche ein paar Dart Traps und zwei Blade Traps nochmal. Ja, und da muss ich natürlich hoffen, dass jetzt beim ersten Fight hier unsere Base irgendwie stehen bleibt. Dass ich dann da so noch die Motoren und so ein Gedöns alles mitnehmen kann. Ja, können wir gleich auflassen, ich gehe wieder raus. Ach, die Forgies sind auch noch am Ballern, ne? Ja, können wir auf jeden Fall mal das anschmeißen. Zack. Können wir auch noch mal rausnehmen, auch wenn wir es nicht mehr brauchen werden. So. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall... Habe ich jetzt echt das ganze Stil mitgenommen? Nein. Habe ich tatsächlich, ey. Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Hier noch was? Auch nicht. Also Blade Traps brauchen auf jeden Fall Stil. Dart Traps aber nicht. Ich brauche 12. Man könnte natürlich auch mehr machen. Ich will das erstmal nur mit 12 machen. Ja gut, Blade Traps kann ich dann später nochmal machen. Ist jetzt nicht das große Problem. Die Pfeile sind in Arbeit. Eine Generator Bank wollte ich noch, die braucht wahrscheinlich auch Stil, oder? Nee, sehr gut. Ja, normal sollten zwei reichen, wenn ich zwei habe. Zack, zack, zack. Perfekt. Ich kann nicht hier noch irgendwie... Na, ihr seht, ich könnte natürlich auch Battery Banks machen, aber... Ach ja, die Solarbank wollte ich auf jeden Fall noch machen. Die werden wir auf jeden Fall noch antesten. Obwohl die mir natürlich bei der Hordennacht nichts bringen wird, also... Lass ich mal hier. Können wir uns hier nochmal später mit beschäftigen, kurz. So, ich warte mal eben, dass drei Stück fertig sind. Eine haben wir. Dass ich eine Seite halt machen kann, wie gesagt. Ich zeige euch die eine Seite und dann... Das kann ich aber auf jeden Fall noch mitnehmen. Ach, das sind die komischen. Metal Trussing nehme ich auch mal mit. Ich weiß noch nicht... Ich die Decke mache, die kann ich mitnehmen, die brauche ich auch. Und ja, mein Gott, ich kann es ja mitnehmen. Boah, die dauern auch ewig, ja? Noch einen warten. Warte, ich gehe mal hier hoch. Da sind schon nur die Kackdinger drin. Ja, muss ich dann die Motoren halt hier mitnehmen, wenn die Horde durch ist. Ich
Ich hoffe, es bleibt heile, dass ich die Motoren noch mitnehmen kann. Ich habe eigentlich keinen Nerv, noch mal welche zu erfarmen. So, haben wir's. Komm schon. Werd fertig. Sehr gut, auf geht's. Ja, ihr seht, Wanderwall ist auch noch nicht gekommen. Die wird dann gleich wieder kommen, wenn wir drüben sind. Ja, geh doch. Mein Gott. Ja, hier bin ich echt gespannt bei der Base. Also die haben wir schon wirklich, ja, gut gebaut, denke ich. Bin gespannt. Genau, fahr gleich vor den nächsten Baum. Macht Sinn. Ja, und dann bin ich ja gespannt, wie sich das Ding schlägt hier halt. Mir geht es halt einfach darum, ja, wie ich es schon sagte, dass man halt ein bisschen, was heißt ein bisschen, dass man halt an den Loot kommt. Nicht nur ein bisschen. Das ist so das eigentliche Ziel dahinter. Die muss ich eh von unten setzen und sehe es nicht richtig. Bäm! Ja, da muss ich gleich schon mal gucken wegen der Generator Bank. Ja, fantastisch, das ist schon wieder warm, ne? Zack. Eigentlich ist es egal, wo ich sie reinmache. Boah, komm, machen wir hier. Hier einen raus, eine Generatorbank halt. Ein Verteiler. So, ich habe auch keine Schalter mitgenommen. Habe ich auch, hab ich welche hier zufällig? Natürlich nicht. Ja, den mache ich mal genau in die Ecke. Da kann ich es am einfachsten nach oben ziehen. Ich könnte natürlich hier nochmal einen hintersetzen. Muss ich mal schauen, oder ob ich besser lieber eine Doppelhatch mache. Ja, muss ich mir gleich mal anschauen. Juti. Ja, ich werde jetzt hier auch nur einen rausnehmen. Ne, ich muss zwei rausnehmen. Ist jetzt hier nicht irgendwie... das Ganze übertreiben, wie wir es sonst machen. Sonst würde ich jetzt hier nochmal die Seiten da rausnehmen und so weiter. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir hier irgendwelche... irgendwer runterbaut. Guti, guti, guti. Zack. Und
den dahin. Ja, es hat sich halt bewährt hier, ne? Erstens kannst du noch vernünftig drüber laufen und zweitens kommst du halt easy peasy ran. Zack. Ja, wie gesagt, ich überlege, ob ich hier noch ein Dingens hinmache und verteile. Oder mache ich noch mal einen höher? Warte, muss mal hier hochgehen. Ich kann ihn natürlich einfach hier oben drauf setzen, so ein Verteiler, aber die Frage ist halt. Nee, nee, nee. Wir wollen es ja nicht ganz unsicher haben. Gerne noch oben haben. Ich blind, da sind sie. Na, geht schon nicht mehr. Ja. Ja gut, dann mache ich es erstmal so. Kann es immer noch mal ändern, aber. Das geht schon, dann kann ich mich von dem auch darüber. Zack. Jo, sehr schön. Jetzt setzen wir da nochmal einen hin und gucken mal, wie das ausschaut, wenn wir hier so rüberlegen. Das geht auch noch, ist auch nicht im Weg. Können wir ihn noch anschließen. Ja, man könnte jetzt hier nochmal eine Hedge vorsetzen. Also nochmal eine Dachluke. Hier könnt ihr, seht ihr jetzt. Also doppelt geschützt dann quasi. Aber tut er jetzt nicht so Not. Vielleicht mache ich da nochmal so eine andere vor. Hier muss auf jeden Fall noch einmal, zweimal mache ich es hier auch oder mache ich dann Block hin? Muss ich mir mal. Ja, du musst natürlich Strom haben, ne? Kann es eigentlich zumachen, so wie es ausschaut. So, dann könnte ich hier auch noch mal einen Block setzen. Ja gut, so wird da hier noch ein bisschen mehr, aber wie gesagt, normal soll es reichen.
Soll das reichen, wenn man sich auf die drei Reihen hier fokussiert? Ich weiß halt nicht, ob das Geschütz so schlau ist, wenn ich doch hier vor dem Block schießt. Ansonsten könnte ich hier natürlich jetzt nochmal einen, eine Iron Bar setzen. Also so quasi. Aber dann vielleicht. Ja, hier ein bisschen schräg, einfach damit ich mehr sehe. Und die Dachluken sollen halt hier sein, um zum Beispiel explosive Pfeile von oben nach unten zu schießen oder auch mal einen Monitor runter zu ballern. Ich denke, so ist das schon in Ordnung. Obwohl, wenn man jetzt so sieht, hätte man das wahrscheinlich auch mit einer Plate zumachen können, oder? Ich weiß halt nicht genau, wie sich die Geschütze genau verhalten. Wenn ich jetzt hier, die seht ja die rechte Iron Bar hier. Ich könnte es natürlich so einstellen. Die Eisenbahn definitiv wegnehmen und kann dann eine Platte hinsetzen oder halt einen ganzen Block auch. Eine Platte wird wahrscheinlich besser sein. Wir können es ja mal eben ausprobieren. Noch keine Wanderrohr, das macht mich gerade stutzig. Wahrscheinlich war die Kabel schief hängen oder was. Concrete Plate. Vielleicht ist er doch beim Fahren vorbeigewandert. Wir haben es gar nicht mitgekriegt, kann auch sein. Hört sich aber nagelnd an, das Ding, ne? Obwohl, das macht ja keinen Unterschied, dann kann ich auch den wieder reinsetzen hier. Aber dann könnte ich auch gleich einen ganzen reinsetzen. So. Wir gucken mal eben, wo ausgehärtet ist. Ja, ich denke, ich werde es mal so probieren. Dann machen wir das Ding erstmal aus jetzt hier. Ist ja doch schon ein bisschen nervig. Was los, Junge? Warum willst du den nicht aufwerten? Das ist aber lange überlegt. Joa, es wird kalt, ne? Hast ja auch schon 5 Minuten an dem Poncho. Gut, Leute, bedanke mich fürs Zusehen. Ihr seht, es nimmt langsam Form an. Ja, ich werde jetzt hier in der nächsten Folge machen wir den Rest hier in. Und hier mal gucken, wie ich es hier gestalte noch. Wie gesagt, ich werde hier auf jeden Fall mit den Dachluken arbeiten und mit meinen Polblöcken. Die haben wir fertig, ja.
Und dann sind wir so gut wie durch mit der ersten Seite. Ja. Wie gesagt, ich werde es dann noch aufs Ziel aufwerten und dann, ja, wie gesagt, geht in der nächsten Folge weiter. Also, bis dann. Ciao.